Okay, liebe Leute, im vorigen Video gehen wir ganz kurz einen schnellen Cold and Dark Start durch. Es geht hier nicht darum, die Prozeduren korrekt einzuhalten, sondern den Helikopter so schnell wie möglich ready for Takeoff zu machen. Wir fangen im Overhead Panel an. Anti-Collision Lights auf both FAA. Dann die Batterie anschalten. Und eigentlich müsste hier ein Licht leuchten, ist momentan noch nicht implementiert. Dann starten wir die APU, den Schalter erst ganz kurz 5 Sekunden auf Run, auf die Mittelstellung. Und dann mindestens 2 Sekunden halten in der Startstellung. 21, 22. Loslassen, dann springt er zurück in die Run-Stellung. Jetzt läuft die APU hoch. Es geht auch relativ schnell. APU ist ready, dann den APU-Generator an, dann die internen Lichter so setzen, wie man es möchte. Ja, die sind hier verteilt. Lassen wir mal weg. BU-Power an im Fahrdeck-Panel und dann gehen wir runter und gucken, dass die MPDs angegangen sind, ja, also die ganzen Displays, und wir schalten mindestens ein Display auf Inst, dass wir hier die Engine-Instrumente sehen, denn für den Engine-Start brauchen wir hier die Angabe von NG. Dann gucken wir kurz, ja, theoretisch dürften die Kontrollen noch gar nicht bewegbar sein, weil kein Hydraulikdruck da ist. Es sollte alles in der richtigen Stellung sein. Ja, das sollte unten sein und der Cyclic sollte in der Mitte stehen. Parkbremse checken, ist gesetzt. Ja, ansonsten, wenn die nicht gesetzt ist und ihr die setzen wollt, dann die Pedale treten, den Hebel rausziehen, Pedale loslassen, dann ist die Parkbremse gesetzt. Jetzt kommen wir zum Engine Start. So eine richtige Ansicht finden. Treibstoffpumpen an, ja, linke, Haupt vorne und hinten. Crossfeed open. Dann den Condition Lever in die Ground-Position. Das geht mit einem Scroll-Wheel oder mit einem Mausrad, bis es einrastet. Zack, da ist er eingerastet. Und jetzt halten wir den Engine Start Switch, den hier, mit der linken Maustaste gedrückt auf die 1, bis wir unten 12% NG haben. Dann können wir loslassen. Ja, wir können die Sicht zwischendurch trotzdem wechseln. Wir halten einfach weiter die Maustaste gedrückt. Dann gucken wir kurz runter. 12% haben wir erreicht. Loslassen. Und dann fährt die Engine hoch und stabilisiert sich ungefähr bei 55% NG erstmal. Passt. Jetzt machen wir das gleiche für die rechte Engine. Treibstoffpumpe rechts an. Vorne und hinten. Condition Lever auf Ground und den Schalter jetzt auf 2, also mit der rechten Maustaste gedrückt halten. Ja, NG ist über 12, loslassen und auch das stabilisiert sich hier bei rund 55%. So, Engines laufen. Jetzt können wir die Condition Lever in die Flight Position ziehen, beide. Ja, wieder mit dem Mausrad drehen. Und wir gucken, dass sich die Rotor RPM bei ca. 100 einpegelt. Ja, 100 plus minus 1. Das ist die Spalte hier mit NR. Passt. Dann die Generatoren an. Theoretisch ein paar Sekunden warten, bevor man den zweiten Generator anschaltet. Und dann können wir den APU-Generator ausmachen und auch die ganze APU ausschalten. Jetzt könnte man noch die externen Lichter setzen, so wie man möchte. Ja, Formationslicht etc. Findet sich hier alles.
Und ansonsten schalten wir jetzt alle Treibstoffpumpen an. Also auch die Hilfspumpen, ja. Und Crossfeed wieder aus. ERPS, also Engine Air Particle System, eigentlich auf On, ist aber momentan noch nicht simuliert. Das heißt, es bleibt eine Warnmeldung unten in den Engine Displays oder in den Warning Displays vorhanden. Und ganz, ganz wichtig, das FCAS anschalten, hier auf Both. Ja, und der Cyclic Trim Switch sollte auf Auto stehen. Auch das ganze System ist noch nicht simuliert. Und damit sind wir fertig. Damit ist der Helikopter ready zum Takeoff. Und ihr könnt euch dann noch die Displays so einstellen, wie ihr es wollt. Ich schreibe mir hier noch das HSD ein, Karte an und Overlay und Flugplan. Overlay, Overlay. Dann gegebenenfalls noch Center drücken. Das sind dann so Präferenzen, die jeder für sich selber entscheiden muss. Fertig. Holt den Darkstart. Kurz und knapp. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server. Eigentlich eher so für den Microsoft Flight Simulator. Wir haben aber auch eine Menge Leute da, die GCS spielen. Und ich kann euch nur anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Probleme besprechen wollt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann in meinen Augen wesentlich besser kommunizieren als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch auf dem Discord aber auch einfach nur so mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht noch ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Weiterhin bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.